In den letzten Jahren erkennen die Lebensmittelhändler einen neuen Trend. War es vor ein paar Jahren noch die verstärkte Nachfrage nach Bioprodukten, hat sich das Bild etwas gewandelt und die Kundschaft hält mehr nach regionalen Waren Ausschau. Inzwischen ist das Thema Regionalität immer wichtiger geworden. Sie sehen es halt auch bei den größeren Einheiten, dass die Regalflächen für die Regionalität immer größer wurden. Regionalität war immer ein Thema auf den Wochenmärkten und Ähnliches. Aber hier ist es auch stärker gekommen. Das heißt, hier haben wir eine gewisse Verknüpfung. Hier werden dann halt auch die entsprechenden Hygieneauflagen und alles gewährleistet, weil sie können ja als Lebensmittel einer bestimmten Größe nur unter QS-Systemen, also das sind Sicherheitssysteme, das Ganze verkaufen. Das Thema hat zugenommen, aber auch aus Kundensicht. Für die ist es auch wichtiger geworden. Dieser Tatsache eingedenk veranstaltet die Inhaberin des Rewe-Marktes im Allee-Center am Donnerstag und Freitag eine kleine Messe mit regionalen Produkten. Im Bereich der Mall vor dem Markt errichteten verschiedene Produzenten ihre Stände und der geneigte Kunde kann so Waren erwerben, die es vielleicht noch nicht im eigentlichen Supermarkt zu kaufen gibt. Denn die Händlerin möchte mit dieser Messe zum Teil auch völlig neue Waren ausprobieren. Also die Produkte, die wir hier jetzt präsentieren, da sind zwei dabei, die neu sind. Ansonsten kenne ich die Produkte alle. Die werden auch bei mir im Markt angeboten. Und wir suchen ja jetzt Kontakte mit diesen zwei neuen zum Beispiel. Wie sind die Produkte? Können wir sie aufnehmen? Wir fragen hier dann die Kunden, gefällt ihnen das geschmacklich und so weiter. Also das sind die Kontakte, die wir knüpfen, auch auf solchen Tagen, die wir einfach auch brauchen zu den regionalen Händlern. So ein neuer Produzent ist zum Beispiel Thomas Schatz aus Aschersleben, der gemeinsam mit einem Partner eine Kaffeemanufaktur aufgebaut hat, die im Gegensatz zu Großproduzenten nicht nur besondere Röstungen anbietet, sondern vor allem Wert darauf legt, dass die Rohstoffe aus nachvollziehbarer Herkunft stammen. Teilweise Äthiopien, Brasilien, Indonesien sind quasi die Hauptplantagen, die wir quasi rösten und verkaufen. Brasilianischer Kaffeebauer war jetzt auch vor anderthalb Monaten bei uns in der Rösterei und hat die neue Ernte vorgestellt. Wir gehen den Weg des direkten Handels, also wir haben den Kontakt zu den Kaffeebauern. Wir können die Plantagen quasi besichtigen und die Nachverfolgbarkeit ist zu 100% gewährleistet. Bisher kann man seine Produkte nur im Internet kaufen. Da ist eine Handelsbeziehung mit einem regionalen Händler ein wünschenswertes zweites Standbein. Allerdings sind die Hürden zur sogenannten Listung hoch. Denn bevor ein Produkt im Supermarktregal auftaucht, muss der Produzent noch eine ganze Reihe nicht nur an bürokratischen Hürden überwinden. Michael Gauert hat dieses Prozedere bereits hinter sich gebracht, auch wenn er mit seinen Spirituosen noch zu den ganz neuen Lieferanten gehört. Es ist schwierig in dem Sinn, dass man also sehr, sehr viel, aber das ist natürlich normal und auch richtig, sehr, sehr viel Zertifikate und Erlaubnisse braucht, um überhaupt eine Listung zu bekommen. Die haben wir dann irgendwann alle geliefert. Aber das ist natürlich normal, dass Rewe dann natürlich die Rewe Group sich absichert und wirklich Produkte nimmt, die zertifiziert und wirklich auch den Richtlinien der Rewe entspricht. Ja, und ein erster Schritt ist eben der Test beim Kunden, aber auch um mal wieder nach langer Zeit der Corona-Beschränkungen die Möglichkeit zu richtigem Direktmarketing zu schaffen. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Kundenstrom kriegen, dass die Kunden das dann auch sehen, was auch gerade das Nutzen und Verkosten, sage ich jetzt mal, ja, dass sie die Produkte kennenlernen. Auch hier unsere regionalen Obst- und Gemüsesachen. Das geht immer ein bisschen unter, finde ich. Wir haben aus Sachsen-Anhalt viele Gemüse- und Obstlieferanten, aus Sachsen Obstlieferanten. Also das muss der Kunde dann auch mal wahrnehmen. Und das ist eine andere Wahrnehmbarkeit hier auf solchen Sonderplatz als im Markt. Etwa 300 Lieferanten mit regionalen Produkten gibt es jetzt schon in diesem Rewe-Markt. Auch ein Zeichen für die Leistungsfähigkeit von Herstellern in unserer Region. Ein kleiner Teil wäre hier zu erleben, der größere natürlich im Innern des Supermarkts. Was aber sicher auch für viele andere Anbieter in der Stadt gilt, denn der Trend zu mehr Regionalität, wie am Anfang dieses Beitrages erwähnt, ist nicht nur ein Rewe-Phänomen.